Und nun begrüße ich bei mir hier im Studio in Russland Stefantschak, den Präsidenten des ukrainischen Parlaments. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um hier zu sein und mit uns über die aktuelle Lage zu reden, Herr Stefantschak. Ich bedanke mich ebenfalls für diese Einladung und sehr wichtig, dass ich mich hier unmittelbar in Ihrem Sender an die Menschen wenden kann. Der Sender unterstützt ja die ukrainische Thematik und hält sie sehr, sehr hoch. Und ich möchte zu den Deutschen sprechen, damit sie die objektiven Informationen bekommen. Ja, sehr schön, dass Sie da sind. 100 Tage nun also Ukraine-Krieg. Wie ist Ihre derzeitige Bilanz? Wie sieht es aus? Ja, heute ist Tag 100 seit dem Anfang des blutigen Krieges. Dieser ungerechte Krieg, der nicht als Krieg erklärt wurde, inmitten Europas, wo die russische Armee und die russische Führung ihre Meinung der Welt aufzwingen möchte, ihre Weltsicht uns aufzwingen möchte. Und die Ukraine steht an der vordersten Front der Demokratie. Wir bewahren diese demokratischen Werte und diese zivilisatorischen Werte, mit denen wir auch in die EU gehen wollen. Wir verteidigen unser Recht, unsere Wahl, unsere Entwicklung. Es gibt natürlich jetzt viele Probleme im Osten an der Front, wo die russischen Truppen sehr aktiv sind zurzeit. Und wir dürfen auch nicht vergessen, was sie überall in der Ukraine angerichtet haben. Wenn die Menschen mit Raketen beschossen wurden, wo Bucha, Irpin, Hostomel und andere Städte einfach ruiniert wurden, das, was sie in Mariupol angetan haben. Das ist einfach schrecklich und das sollte die ganze Welt verurteilen. Und ich möchte mich nochmals bei unserer Armee, bei der ukrainischen Armee bedanken, bei dem ukrainischen Volk. Dieser Volk steht jetzt in diesem schrecklichen Krieg standhaft. Sie waren heute bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Was können Sie uns über das Gespräch sagen? Sind Sie zufrieden mit der Unterstützung Deutschlands und vor allen Dingen auch des Kanzlers? Ja, ich hatte die Möglichkeit, heute mit Herrn Scholz, mit dem Bundeskanzler zu sprechen und wir haben ehrlich über zwei wichtigste Sachen gesprochen. Das ist die Frage der Hilfe, der militärischen Hilfe, der Hilfe mit Sanktionen, durch Sanktionen und was sehr wichtig ist für uns, die Unterstützung Deutschlands in unserer europäischen Integration, bei unseren Bemühungen zur europäischen Integration. Ich habe gesagt, das ist mein erster Besuch während des Krieges, meine erste Reise. Und die ging direkt nach Deutschland, um mich bei den Deutschen, bei der Regierung zu bedanken, bei dem ganzen Land für diese Unterstützung, die wir bekommen. Die Ukrainer, 800.000 Ukrainer haben hier Zuflucht gefunden, ein neues Zuhause gefunden, bei den Menschen, auch in den Familien. Und wir danken all denen, die ihre Türen und Herzen geöffnet haben hier. Und ich habe das Herrn Bundeskanzler auch gesagt, wir sind sehr dankbar für die Entscheidung, für die Lieferung schwerer Waffen. Aber ich habe auch unterstrichen, dass es für uns sehr wichtig ist, das schnell zu bekommen, weil für uns ist das jetzt sehr schwierig. Wir haben riesige Verluste täglich. Präsident Zelensky hat ja gesagt, jeden Tag verlieren wir 100 Soldaten, 100 unserer Militärangehörigen und an die 500 Männer, Frauen werden tagtäglich verwundet. Das ist diese schreckliche Statistik des Krieges, die wir uns alle vor Augen halten sollen und die Entscheidungen sollten schnell getroffen und schnell realisiert werden. Haben Sie denn auch dem Bundeskanzler vielleicht eine Botschaft von Präsident Zelensky überbracht, dass der Bundeskanzler auch nach Kiew kommen soll? Oder vielleicht die Möglichkeit, dass Präsident Zelensky nach Berlin kommt? Ja, selbstverständlich. Ich habe Herrn Bundeskanzler eingeladen in die Ukraine. Ich habe ihn in das Parlament eingeladen, weil das ukrainische Parlament ist heute eine Plattform für all die Top-Politiker der Welt, die dort schon aufgetreten sind. Viele. Boris Johnson war da und hat zum Parlament gesprochen. Mark Rutte und Kaczynski, die slowakische Präsidentin und andere Politiker. Und wir laden alle sehr herzlich ein, um zu sehen, es ist sehr wichtig, mit den eigenen Augen zu sehen, was diese russische Welt ist, was sie anrichtet, die man uns aufzwingen möchte. Deshalb habe ich ja die Einladung überreicht, an Herrn Bundeskanzler vor unserem Parlament zu sprechen. Und meine Hauptmessage ist, den historischen Schritt zu machen,
und anzuerkennen, dass das ukrainische Volk es wert ist, es verdient hat, diesen Kandidatenstatus für den Beitritt zur EU zu bekommen. Es ist ein sehr wichtiges politisches Signal für die ganze Welt, dass die Ukrainer, die heute Frieden in Europa verteidigen, sie opfern ihr Leben, und diese Opfer sind nicht umsonst. Das wäre so ein Signal. Und wenn diesen Impuls, wir den Impuls nicht bekommen, dann heißt es, dass der Putin diesen Signal bekommt. Dann wird er das so interpretieren, dass er auch weiterhin unbestraft in Europa diese Gräueltaten anrichten kann und seine Weltsicht hier etablieren kann. Und deshalb hoffen wir auf diese Unterstützung, und ich möchte mich bei all den Unterstützern unserer europäischen Integration bedanken. Aber ich spreche auch sehr gerne mit den Skeptikern. Ich bringe all die Argumente dar. Ich möchte für Unterstützung werben, auch in Berlin, für unsere Entwicklung. Aber hat der Bundeskanzler Ihnen denn eine Antwort gegeben? Hat er gesagt, dass er nach Kiew fährt oder aber, dass er erstmal nicht kommen wird? Er hat sich bedankt, und ich bin optimistisch, ich bin ein Optimist, und wenn man sich bedankt, dann interpretiere ich das als ja, ich komme, und wenn das so kommen sollte, dann werden wir ihn mit offenen Armen empfangen und dann natürlich auch Irpin und Bucha und andere Ortschaften zeigen, und wir zeigen ihm die Realität, in der die Ukraine heute lebt, und wir würden uns sehr freuen, wenn das ein Ja wäre. Herr Schewantschuk, Sie haben uns ja erzählt, auch die Lage im Osten der Ukraine spitzt sich ja weiter zu. Sie brauchen jetzt dringend schwere Waffen. Deutschland hat die zugesagt. Aber geht Ihnen das schnell genug? Es heißt ja, dass frühestens Ende Juni, vielleicht auch erst Mitte Juli, Ende Juli oder vielleicht sogar noch später erst diese Waffen geliefert werden können, weil die Ausbildung auch so lange dauert. Also das ist doch ein Zeitverzug. Ja, Sie haben recht. Das Wichtigste ist jetzt die Zeit. Die wichtigste Ressource ist Zeit. Und einige ukrainische Soldaten, Einheiten, haben schon, die wurden schon trainiert an diesen neuen Waffen, an diesen schweren Waffen. Sie haben sich als sehr fähig gezeigt, schnell. Und sie haben schnell gelernt. Und deshalb sind wir bereit, einige Waffen schon zu empfangen, die unseren Männern schon vertraut sind. Aber wir sind auch bereit, andere Waffenarten zu bekommen, weil wir sehr schnell lernen jetzt. Und wenn man die Zeit, wenn man es in die Länge zieht, es ist ein riesiger Problem, ist das, weil wir die besten Söhne und Töchter verlieren täglich. Und deshalb bitten wir einfach darum, all die Entscheidungen, die Waffenlieferungen betreffen, schwere Waffen, so schnell wie möglich zu treffen. Und wir begrüßen die Entscheidungen IRIS-T, dass die uns übergeben werden. Und wir hoffen, dass es auch schnell vonstatten geht und dass diese Luftabwehrsysteme schnell kommen, weil das ist der Schutz, das Schutzschild für unsere Städte, für die Zivilisten, die dort wohnen. Das ist das, worum wir bitten in der EU. Geben Sie uns die Möglichkeit, unsere Menschen zu verteidigen, damit sie nicht sterben von diesen wahnsinnigen Raketen, die einfach irgendwo hinfliegen, in Anführungszeichen Hochpräzision. Ja? Manchmal ist es aber sehr präzise, und es werden auch bestimmte Objekte und Menschen vernichtet. Und wir schreien einfach in den Himmel, und wir bitten das deutsche Volk und die deutsche Regierung um diese Unterstützung. Nach unserem Gespräch jetzt ja werden Sie ja noch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier treffen. Und es gab ja Verwerfungen, sage ich mal, in den diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine, auch wegen des Bundespräsidenten und der Rolle Deutschlands. Welche Botschaft haben Sie an ihn heute? Wird er, also der Kanzler, wissen wir nicht, ob er nach Kiew fährt? Sie haben ihn eingeladen, aber wird vielleicht Frank-Walter Steinmeier jetzt eine Einladung von Herrn Zelensky annehmen und dann nach Kiew kommen? Ja, ich habe ihn schon getroffen, jetzt eben. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass heute ist die Zeit großer Entscheidungen und große Siege und Gewinne. Und es ist für uns sehr wichtig, dass der Bundespräsident auch eine historische Entscheidung trifft und Deutschland dazu aufruft, dass Deutschland die Ukraine in allen Richtungen unterstützen solle. Mit der europäischen Integration, mit der Verteidigung und in allen
all den anderen Aspekten. Und ich hoffe, wir sind uns alle dieser Mission bewusst. Wir haben hier alle heute eine historische Mission und die Verantwortung. Es ist die Verantwortung, die die Anführer der Länder tragen sollten und tragen werden, hoffentlich. Und ich hoffe, dass es die Unterstützung für die Ukraine sein wird, dass es positiv entschieden wird. Und ich habe Herrn Bundespräsidenten auch natürlich all die besten Wünsche und Grüße überreicht aus der Ukraine und ihn auch eingeladen, bei Gelegenheit zu uns zu kommen und auch vor unseren Abgeordneten zu sprechen, damit er auch jetzt mit eigenen Augen sieht, was passiert in der Ukraine. Und ich hoffe, dass der verehrte Herr Bundespräsident sich dessen bewusst wird und auch wichtige historische Entscheidungen trifft und die Ukraine unterstützt. Wünschen Sie sich mehr politische Unterstützung auch von Deutschland, was den EU-Beitritt der Ukraine angeht? Das ist ja das, was auch Präsident Zelensky immer wieder kritisiert, dass da nicht genug getan wird. Auch jetzt in dieser Situation muss aus Ihrer Sicht Deutschland sich stärker engagieren, dass zumindest der Kandidatenstatus für die Ukraine jetzt in greifbare Nähe kommt. Ich habe mit all den politischen Kräften schon gesprochen, im Bundestag, mit den Fraktionsvorsitzenden. Und jetzt habe ich mit dem Bundeskanzler, Herrn Bundespräsident gesprochen und ich sage das Gleiche. Wir verstehen, dass die Fragen des Kandidatenstatus oder des Beitritts in der EU, es ist kein Beitritt, es ist keine fertige Mitgliedschaft. Wir sind bereit, diesen Weg zu gehen, Kopenhagener Kriterien zu erfüllen. Aber wir möchten das auch juristisch verankern. Unseren europäischen Weg. Ich habe viele Argumente gehört, Westbalkan und andere Argumente. Der Weg, ukrainischer Weg nach Europa, schließt andere Prozesse der europäischen Erweiterung nicht aus. Wir sind komplementär. Und deshalb ist es für uns sehr wichtig, ist juristisch diese Entscheidung, dass die Ukraine diese Perspektive hat, klare Perspektive, ein Mitglied der europäischen Familie zu werden. Das ist wie nach Hause kommen. Die Ukrainer kommen nach Hause. Das ist eine sehr wichtige Botschaft für die Ukrainer, für alle, die kämpfen oder ihre Angehörigen verloren haben. Dass es alles nicht umsonst war, dass wir alle uns auf dem Weg befinden in unser gemeinsames europäisches Haus. Und ich habe auch mit den Politikern darüber gesprochen, sie finden heute keine größeren Fans von Europa als die Ukrainer. 91% der Menschen unterstützen den Beitritt, den perspektivischen Beitritt der Ukraine in die EU, und 62% der Deutschen sind dem sehr wohl gesonnen, die unterstützen auch es auch. Und es ist eine Unterstützung bei der Völker. Und wir Politiker sollten diesen Auftrag ernst nehmen. Und ich bedanke mich nochmal bei dem deutschen Volk, die alles tun, dass die 800.000 Ukrainer, die jetzt hier sind, auch hier Schutz und Zuflucht finden. Und ich bedanke mich auch im Namen der ukrainischen Regierung bei Ihnen. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ruslan Stefanuk, der Präsident des ukrainischen Parlaments, danke, dass Sie heute am Tag 100 des Aggressionskrieges Russlands gegen Ihr Land zu uns gekommen sind. Und Sie merken, die Unterstützung der westlichen Welt, die haben Sie auf jeden Fall, und vor allem hier auch aus Deutschland. Danke Ihnen für dieses ausführliche Gespräch. Vielen Dank.